Magst du die Ränder nicht? Ja, hallo liebe Freunde, grüß euch. Hallo. Wir haben uns gekannt. Manuel. Merlin. Alexander. Martin. Wir haben nach langem Hin und Her die Planungen fertig für die Großkundgebung morgen in Wien, 16. Jänner 2021. Und es gibt einige Änderungen. Änderung Nummer 1, die Sternmärsche um 9 Uhr, die sind alle miteinander abgesagt, werden nicht durchgeführt. Grund dafür ist, wir wollen niemanden ärgern. Erstmal das, ja. Und wir haben sehr viele Nachrichten bekommen, dass sich Menschen geärgert haben über die Routenplanungen, über die Verkehrsbehinderungen. Wir wollen unsere Bürger, unsere Mitbürger nicht ärgern. Und zweitens? Sind wir spät dran mit dem Rausgeben der Startpunkte. Ja. Genau. Genau. Und da kamen auch ganz viele Rückfragen. Wo denn genau am Reimannplatz? Wo denn genau bei der U6? Wo denn genau bei der U3? Und das schaffen wir jetzt einfach nicht mehr rechtzeitig. So ist es. Aber dafür gibt es schon etwas Früheres, weil ursprünglich hat es immer geheißen 13 Uhr und jetzt haben wir doch was, was schon etwas früher beginnt. Genau, wir werden ab 11 Uhr am Maria-Theresien-Platz sein mit einer weiteren Bühne. Aus dem Grund, weil eine Sperrung für das Parlament ausgerufen wurde von der Polizei und sie deswegen wohl nicht so viele Menschen auf den Heldenplatz lassen wollen, wollen wir eine weitere Ausweichmöglichkeit anbieten, damit wir einfach das Ganze etwas entzerren können und auch mehr Informationen für die Leute anbieten können. Deswegen ab 11 Uhr am Marien-Theresien-Platz. Wir haben gute Redner, die Frau Dr. Rösch wird kommen, der Dr. Schießler wird kommen und noch zwei sehr hochkarätige Redner aus Deutschland, was ich gehört habe. Ja, wir werden zwei Star-Redner aus Deutschland haben, zwei Menschen, die vielleicht viele von euch auch gut kennen. Ich möchte jetzt noch nicht verraten, wer es ist, es wird eine große Überraschung werden, aber sie haben beide sehr viel zu sagen zum Thema Grundrechte, direkte Demokratie, Freiheit, Souveränität, Solidarität, also das wird sehr spannend werden. Ja, das ist einmal Maria-Theresien-Platz. Und wie tun wir dann weiter? Wir tun dahingehend weiter, dass wir dann, wenn wir uns Schritt für Schritt dann gegen zwischen 13 und 14 Uhr, spätestens 14 Uhr im Markt setzen werden, in Bewegung setzen werden, wenn wir vorher noch viele interessante Sachen auch austeilen, weil wir vieles schon besorgt haben. Ja. Das sah sich aber schön für diejenigen, die ein bisschen lauter sein wollen. Eine nette Anzahl von ungefähr 4.500 Trillerpfeifen. Liebe Regierung, ihr werdet es hören. Darüber hinaus für diejenigen, die gern Flaggen sehen, wir haben ein paar Tausend Richtung 5.000 Österreich-Flaggen. Auch sehr, sehr, sehr schöne Sachen. Und einige andere Überraschungen noch, die vor allem der Politiker nicht so freuen wird und uns umso mehr. Aber die Überraschung kommt noch. Wo wir schon beim Thema Flaggen sind, da dürfen wir bitte noch einmal alle gemeinsam wiederholen. Wir haben schon öfter aufgerufen, aufgefordert. Wir verzichten auf alle Flaggen, die spalten könnten. Also eine Fußballclub-Fahne kann spalten. Der eine mag lieber Rapid, der andere mag lieber Austria. Und es geht morgen nicht um Fußballclubs. Es geht morgen um Österreich. Daher ist die Flagge des Tages die österreichische Flagge. Bundesländerflaggen, wenn jemand mit hat, kein Problem. Natürlich, herzlich willkommen. Wir sind 9 Bundesländer und stehen morgen alle für eines gemeinsam. Genau. Für unsere Freiheit. Für Verfassung. Flaggen, die auch noch in Ordnung sind, sind eben Friedensflaggen, weiße Flaggen oder zum Beispiel die Flagge der Rechtsstaatlichkeit mit dem schönen Paragraphen drauf. Aber keine Community-Flaggen, also das ist, glaube ich, das, was man sagen wollen. Genau, ja, genau. Keine Parteiflaggen, keine religiösen Symbole. Morgen geht es nicht um solche Dinge, morgen geht es um die grundlegenden Dinge. Ja, die Flagge der Rechtsstaatlichkeit lässt sich auch leicht noch herstellen, ein weißes Tuch mit einem schwarzen Stift, einem schwarzen Paragraphen draufschreiben. Das ist ein schönes Symbol für Rechtsstaat. Genau, weil morgen geht es uns vor allem darum, gemeinsam als alle österreichischen Bundesländer Einigkeit zu demonstrieren und gemeinsam auf die Straße zu gehen und ein Zeichen zu setzen für unsere Freiheit und für unsere von Gott gegebenen Grund- und Menschenrechte. Gut, weiter im Programm. Also 11 Uhr haben wir den Marien-Theresien-Platz. 11 Uhr Marien-Theresien-Platz und ab 14 Uhr treffen wir uns zu beiden Seiten des Heldentores und werden dann den Ringspaziergang antreten. Genau. Ab 14 Uhr setzt sich dann setzen sich die Menschen in Bewegung, sodass dann zwischen 14 und 15 Uhr die Leute losgehen können. Wobei man sagen muss, das ist dann, man sieht dann auch wirklich, wie viele Leute da sind. Das heißt, das werden wir jetzt nicht auf die Minute genau. Wichtig ist, glaube ich, noch der Ausgang vom Heldenplatz.
in Richtung Maria-Theresien-Platz. Da ist genau der Ring dazwischen und da ist quasi der Sammelpunkt in dem Stichpunkt. Genau, weil jetzt einige geschrieben haben, habe ich gesehen, wir sollen lauter machen, wir waren mal etwas leise. Die wichtigsten Sachen nochmal zusammengefasst. Aufgrund, dass nicht so viele Menschen auf den Heldenplatz können, dürfen, treffen, haben wir eine zusätzliche Bühne organisiert, die am Maria-Theresien-Platz stehen wird ab 11 Uhr mit hochkarätigen Rednern, Überraschungsgästen aus Deutschland, guten Gästen aus Österreich und ab 14 Uhr treffen wir uns auf beiden Seiten des Heldentors, um gemeinsam zu dem Friedensspaziergang auf dem Ring aufzubrechen. Genau. Ja. Und danach gibt es ja die Bühne am Maria-Theresien-Platz wieder. Genau. Da hatten wir ursprünglich vorgesehen, dass wir eine Abschlusskundgebung machen am Karlsplatz im Resselpark. Die haben wir verlegt. Insofern, als die Bühne am Maria-Theresien-Platz einfach bleibt. Damit müssen wir sie nicht übersiedeln und ihr müsst auch nicht zwei verschiedene Standpunkte suchen. Wenn der Umzug fertig ist, einfach wieder zum Maria-Theresien-Platz und dort gibt es dann noch einmal Programm und Abschluss und Ausklang. Und zwar mit großzügigem Zeitrahmen bis 22 Uhr. Also wer morgen den ganzen Tag feiern möchte für Freiheit, Frieden, Souveränität, der hat ausgiebig Gelegenheit, 11 Uhr bis 22 Uhr, 11 Stunden lang. Und vielleicht, was noch ganz, ganz wichtig ist, diejenigen, die sich überlegen, ich könnte ja einen Livestream machen und zu Hause auf meiner Couch sitzen. Jetzt in meinen Worten gesagt, Freunde, so nicht. Ja, Hintern hoch, ins Auto, in die Öffis, nach Wien. Ja, Zeichen setzen tut man nicht, indem man daheim auf der Couch sitzt, sondern indem man vor Ort ist und zeigt, dass es wirklich um was geht. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig. Am 16. Morgen geht es wirklich um etwas. Und deswegen aufstehen, auch für Österreich, friedlich und laut, würde ich sagen. Alles passt nochmal alles zusammen. Okay. Ja, also wie gesagt, morgen dann die kleine Verschiebung vom Ort her, dass man das gleich neben dem Ring, der Maria-Theresien-Platz, Ecke Heldenplatz haben. Und dort findet alles statt, beginnend um 11 Uhr. Dann findet die Veranstaltung der Ringmarsch auch statt. Und dann danach geht es dort weiter. Also wer den Platz auf dem Navi hat, der findet alles und alles andere wird ganz schön und ganz laut auch vorgetragen werden und passieren vor Ort. Ja, genau. Laut, aber friedlich. Da möchte man auch noch einmal ganz besonders darauf hinweisen. Solltet ihr irgendetwas sehen, mitbekommen und so weiter, da haben wir schon ein paar Mal die Strategie kommuniziert, die wir gerne empfehlen möchten. Wenn ihr seht, da kommt eine Gruppe, also ein Einzelner, gut natürlich darauf ansprechen, auch mit der Polizei zusammen. Manuel, ich glaube, da kannst du mehr sagen. Du hast ja auch eine Versammlung zum Schutz von Versammlungen schon gemacht. Exakt, ja. Also wenn ihr Gruppen von gewaltbereiten Menschen oder Menschen, die halt stören, erlebt, dann versucht euch lieber zu distanzieren, sofern es nicht mehr möglich ist, verbal auf sie einzuwirken. Also natürlich ist das oberste Gebot, dass wir Frieden stiften und uns nicht unbedingt distanzieren, aber sollte es nicht anders möglich sein, und sollten diese Menschen nicht einlenken und weiter zu Gewalt aufrufen oder einfach eine sehr schlechte Stimmung machen, dann distanziert euch sichtlich, sprecht die Ordner an, sprecht die Polizei an darauf. Wir wollen nämlich keine Ausschreitungen, wir wollen, dass der morgige Tag friedlich abläuft und wir wollen ein Zeichen setzen für friedlichen und bestimmten Protest in Österreich. Also so wie es auch in den letzten Monaten war, ich glaube, das muss man auch noch einmal darauf hinweisen, es hat im Prinzip nichts gegeben, in den letzten Monaten, morgen könnte man befürchten, dass der eine oder andere andersgesinnte Provokateur sich darunter befindet und deswegen möchte man auf das aufmerksam machen. Also keine Gefahr, sondern einfach die Aufmerksamkeit darauf lenken, dass Leute, die halt auffällig sind, gemeldet werden, beziehungsweise dass man sich die halt genauer anschaut, dass die mitgefilmt werden, gegebenenfalls auch. Ja. Ja, da muss man auch dazu sagen, also es wird ja immer vor den Großdemonstrationen, das wissen wir jetzt schon aus Erfahrung, von Berlin her, von der Friedenskette her, von allen möglichen Veranstaltungen her, es wird immer sehr viel Unruhe verbreitet, indem Leute sagen, ach mein Gott, was da nicht alles auf uns zukommt. Und letztendlich, Wien ist eine friedliche Stadt, die Brücken baut. Wir sind friedliche Menschen, die laut oder leise, aber bestimmt, ein paar Sachen zu fordern haben. Was haben wir alles zu fordern? Friede, Freiheit und Souveränität. Ja, genau. Und die österreichische Bundesregierung fordern wir alle gemeinsam zum Rücktritt auf. Genau. Ja. So schaut es aus. Mit knappen Worten. Kurz muss weg. Ja. Genau. Und wir fordern einen außerparlamentarischen Untersuchungsausschuss, der sich der ganzen Sache annimmt, was die Politiker die letzten Monate verbrochen haben. Genau.
Richtig. Und das fordern wir laut und das fordern wir morgen, und zwar ihr zu Hause genauso wie wir. Genau. Also kommt nach Wien, kriegt euren Arsch hoch. Wer das verpasst, ist wirklich selber schuld. Ja, so schaut's aus. Absolut. Perfekt. Ich würde sagen, jetzt schauen wir noch ein bisschen in unseren Chat hinein, ob es noch Fragen gibt. Wir streamen ja hier von zwei Kameras auf dem Kanal von Manuel Müllner und von Martin Rutter gleichzeitig. Keine Übersicht. Das geht bei mir nicht. Gut, ich schaue dann hier, ob es noch, konkrete Fragen gibt. Die könnten wir gleich noch beantworten. Ja. Ich finde die Nachricht gerade super, die bei dir gerade aufgepoppt ist. Oma für Freiheit. Ich bin wieder da. Oma für Freiheit. Oma für Freiheit, wir freuen uns auf dich. Ja. Ja. Na gut, vielleicht einfach nur der Hinweis, dass morgen wahrscheinlich eines der wenigen und wahrscheinlich der aus derzeitiger Sicht die Chance sein wird, wirklich dieser Regierung auch zu zeigen, wie viele unzufriedene Menschen das sind. Und die werden nicht schauen, wie viele unzufriedene Menschen in Livestreams drin sind, sondern die werden nur schauen, wie viele Menschen sind auf der Straße. Also nur einmal der Aufruf, das ist, glaube ich, das A und O. Wichtig ist natürlich auch, dass wir mit einem großen Zeichen in Österreich den anderen Menschen Mut machen, dass sie sich ebenfalls erheben und auf die Straße gehen und Gebrauch von ihrem demokratischen Grundrecht zu machen. Super. Hier habe ich eine Frage von Jutta, die will wissen, was ist mit dem Betretungsverbot am Heldenplatz? Magst du das erklären? Also wir haben die Information von Seiten der Polizei bekommen, dass am Heldenplatz nicht wahrscheinlich nicht alle Leute hereingelassen werden, also dass sie ab einer bestimmten Stelle einen Stopp machen werden. Da geht es natürlich um die Einhaltung der Hygienevorschriften. Deshalb ist natürlich wichtig, dass wir ein Auffangbecken haben am Maria-Theresien-Platz, wo es sich eben alle anderen Leute einfinden können, die am Heldenplatz keinen Platz mehr finden. Genau. Genau. Ich hoffe, es kommen sehr, sehr viele. Ja, das hoffen wir alle. Und es werden sehr viele kommen. Ich hatte heute Gespräch mit der Wiener Polizei und der Herr hat mir auch gesagt, sie rechnen mit fünfstelligen Besucherzahlen. Also Polizei rechnet mit mindestens 10.000, die Presse redet von 30.000, zählen wir zusammen, machen wir 40.000 draus, das sind wir zu viel. Ja, 50 hätte ich mir schon erwartet. Fast 50 ausgebaut. Und jetzt sagen wir es in Berliner Zahlen, morgen werden mindestens 12 Menschen in Wien demonstrieren. Genau. Aber wir werden nichts übersehen, Leute. Hoffentlich bleibt die Autobahn sauber. Ja, natürlich bleibt die Autobahn sauber. Ja, hier zum Thema Sauberkeit vielleicht auch noch ein Aufruf. Wir wollen ja auch einen guten Eindruck hinterlassen. Also bitte achtet auch darauf, dass ihr die Straßen und die Stadt nicht unnötig verschmutzt. Nehmt euch Müllsäcke mit, entsorgt euren Müll selber und vielleicht findet ihr ja Leute, die ebenfalls ihren Müll entsorgen wollen. Dann könnt ihr ihnen euren Müllsack anbieten. Den Herrschaften von der Exekutive zum Beispiel. Ja. Aber vielleicht ein Hinweis von der Autobahn noch, dass die Leute vielleicht ein bisschen früher wegfahren sollen, sich darauf vorbereiten sollen, dass es möglich ist, dass die Autobahnen ein bisschen kontrolliert werden auf einmal von Exekutivbeamten und einfach sich die Zeit einplanen sollen, dass es vielleicht ein bisschen länger dauert, weil die Regierung nicht so viele Menschen auf den Straßen haben will und deswegen sie lieber irgendwo anders stehen lässt. Und deswegen bitte ein bisschen früher, damit da alle ankommen in Wien. Aber seid euch bewusst, ihr dürft alle demonstrieren. Wir haben ein Recht auf Versammlungsfreiheit und ein jeder in Österreich kann Gebrauch davon machen. Und muss in diesem Fall. Genau, dann haben wir hier noch gelesen, was mit den Phantomen ist und ihrer Performance. Die Phantome werden kommen und werden versuchen, vom Heldenplatz durchs Heldentor auf den Maria-Theresien-Platz zu kommen. Sie werden also an beiden Plätzen zu sehen sein. Ja. So, Sieben Türme Medien möchte mit live weiterteilen. Ja, natürlich ist das okay. Bitte den Livestream, also wer selbst den Livestream live weiterteilen will, herzlich willkommen. Ja, bitte teilt sogar alle den Livestream, damit noch mehr Leute davon erfahren, dass morgen auch schon ab 11 am Maria-Theresien-Platz eine Zusatzkundgebung stattfindet, beziehungsweise wir einen Ausweichplatz haben, weil eben nicht alle Menschen auf den Heldenplatz gelassen werden. Ja, da ist noch die Frage, gilt Maskenpflicht? Die behördliche Maskenpflicht ist von Seiten der Polizei vorgegeben. Wir werden niemanden dazu nötigen, etwas zu tun, was ihm selbst Schaden zufügt. Wir setzen hier auf Selbstbestimmung und Eigenverantwortung. Und insofern, wenn es euch nicht zumutbar ist, aus welchen Gründen auch immer, dann seid ihr womöglich von der Maskenpflicht befreit. Genau. Ja, dann ist noch die Frage, ob die Behörden ein Auge auf die Anfahrtswege haben werden. Ja, natürlich werden sie das. Die Straßenpolizei hat immer ein Auge auf die Straßen Österreichs. Sogar 100.000 über die ganzen Autobahnen verteilt. Das dient ja auch unserer Sicherheit, dass sie das tun. Ob sie morgen ein besonderes Auge haben werden, also da kann ich euch aus mittlerweile ja viermaliger Erfahrung mit Berlin sagen,
alle Gerüchte sind übertrieben. Ich kann mir keine Panzersperren rund um Wien vorstellen. Das ist vollkommen lächerlich. Nicht mal um Berlin herum gab es die. Und Österreich ist anders, ja, ganz anders. Obwohl polizeilich inzwischen im Kontakt mit der deutschen Polizei, was das betrifft, was die Erfahrung mit Großdemonstrationen betrifft. Ja. Aber wir sind sicher nicht so aufgestellt, wie es in Deutschland der Fall ist. Ich denke auch, wir haben hier nicht viel zu befürchten vor der Polizei. Ich meine, Manuel und ich haben heute mit dem einen Polizeiherrn gesprochen, der auch morgen zuständig sein wird für die Kundgebung am Maria-Theresien-Platz. Und der war sehr ruhig, sehr nett und war sehr kooperationsbereit und hat auch gesagt, dass wir halt einfach schauen sollen, dass müssen die Abstände eingehalten werden und er uns auf alle Fälle gewähren lassen möchte. Und ich denke, das ist ein gutes Zeichen. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, die Abstände. Martin, möchtest du noch was dazu sagen? Ja, es ist ganz, ganz wichtig für die Bilder, Bilder, Abstände einzuhalten. Also Freunde, Abstände morgen, absolute Pflicht, ja. Wegen den großartigen Bildern, wo man dann nachweisen können, dass mindestens Hunderttausende, wenn nicht mehr, da sind. Also bitte wegen den Bildern unbedingt Abstände halten. Genau. Ja. Stellt euch das vor, 2000 Menschen auf der Ringstraße, die jeder 3 Meter aufeinander stehen, schauen gleich einmal aus wie 20.000. 20.000, also schauen wir morgen aus wie 500.000 bis 700.000, ganz großartig. Ja, dann kann die Regierung sofort zurücktreten. Na, noch besser, wenn ihr jetzt alle kommt, aber wirklich alle und wir sind wirklich 500.000 und dann machen wir noch Abstände. Ja, genau, ja. So machen wir das. Dann wird der Ring nicht ausreichen. Dann wird der Ring nicht ausreichen, ja, genau. Das sind 17.000, oder wie war das? Ja, in der Zeitung steht es dann, ja. Ja. Naja, in der Zeitung, also wenn mich jemand fragt, wie viele Menschen bei einer Demo waren, sage ich mittlerweile immer, es waren mindestens 12 Personen. Also hier ist die Frage, Maria-Theresien-Platz wo? Also in Wien der Maria-Theresien-Platz. Ja, zwischen den beiden Museen. Das ist eigentlich direkt auf der anderen Seite der Ringstraße zum Heldenplatz. Genau, das direkt heißt, gegenüber vom Heldenplatz. Direkt neben dem Heldenplatz. Das ist dort, wo der Eingang eigentlich zum Heldenplatz genau, ist. Genau, beim Heldentor. Genau, beim Heldentor ist der Eingang quasi zum Heldenplatz und da ist gleich der Ring und beim Ring ist gleich anschließend der Maria-Theresien-Platz. Das heißt, da braucht man 30 Sekunden vom einen zum anderen mehr oder weniger. Ja. Ja, das hat auch einen riesengroßen Vorteil, dass wir das dort angrenzend noch erweitern konnten, weil ja die rund um das Parlament, um diese beiden Parlamentscontainer, eine Bannmeile verhängt wurde. Und das verstehen wir natürlich, dass hier die Nähe von Demonstrationen zu einem Amtsgebäude nicht so, ja. Es macht sie nervös, würde ich sagen. Ja. Danke, Martin. Gut ausgedrückt. Und wir sind genauso wenig interessiert an irgendwelchen blöden Bildern wie irgendjemand sonst. Genau. Und deshalb sind wir auch sehr glücklich und froh, dass wir den viel größeren Maria-Theresien-Platz hier als Auffangbecken und zusätzliche Demofläche verwenden können. Zusammen mit dem gesamten Ring, der ja. Genau, weil ich hier nochmal jemand gefragt habe, wann der Spaziergang am Ring anfängt. Ab 14 Uhr treffen wir uns am Ring zwischen Heldenplatz und Maria-Theresien-Platz und werden dann losspazieren. Wobei man sagen muss, es ist gescheiter vorher dort zu sein, weil man halt die Dynamik einfach nicht berechnen kann. Es ist also immer besser, ein bisschen früher dort zu sein. Ja, grundsätzlich. Wann wer spricht, welche Lesedoktor, wer spricht um 11, können wir noch nicht sagen. Mhm. Aber wir beginnen ab 11 am Maria-Theresien-Platz und die Frau Dr. Rösch und der Dr. Schüssler werden kommen. Ja. Und wie nochmal, können wir nochmal wiederholen, zwei sehr, sehr bekannte, hochkarätige Gäste aus Deutschland. Ja. Wir sind aber Überraschungsgäste, verraten wir euch. Ja. Ganz überraschend. Mhm. Kommt plötzlich. Kann man noch was zu sagen zu dem Thema? Ja, dass wir morgen natürlich so früh wie möglich mit den Livestreams anfangen werden, dass wir die verschiedenen Livestream-Links teilen werden, dass wir bitten, dass diese mitgeteilt werden, also weitergeteilt werden. Dass wir verschiedene Perspektiven veröffentlichen werden, wo man sich dann durchschalten kann, wenn man will. Und dass halt alles zur Verfügung steht, das aufzunehmen, die Livestreams weiterzuteilen. Auch andere Livestreamer können das übernehmen, kommentieren und so weiter. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Aspekt, damit man Reichweite aufbaut, die wirklich spürbar ist. Wir haben da ein ganz tolles Team aufgebaut, das sich auch gut koordiniert miteinander. Also wir haben Stefan Bauer mit seinem Stupor Media Kanal, der das Regie geführt betreuen wird. Das ist einmal ein Kanal. Dann wird auch Elia T streamen aus Wien. Und natürlich auf unseren eigenen Kanälen, also dem Honk for Hope Ersatzkanal, dem Kanal von Manuel Mühner auf YouTube. Honk for Hope offiziell hat ja immer noch einen Streik. Ich hoffe, diesmal kriegen wir es hin. Ja,
Ganz sicher ist es noch nicht. Gewisse Probleme haben wir noch mit deinem Kanal. Wir können jetzt gerade nur vom Computerbildschirm aus streamen und vom Handy funktioniert es immer noch nicht. Also wie war das? Neue Richtlinie besagt, 10.000 Abonnenten braucht man zum Streamen, oder? Nein, die Stunden sind es. Die Abonnenten sind 1.000. Die waren ja innerhalb von 10 Minuten da. Ja. Also schaut euch noch ganz viele Videos von Manuel an, dann kann er auch streamen. Exakt, vielleicht. Was vielleicht ein interessanter Aspekt, wer streamt noch? Der Ignaz Bert streamt noch, die Tageskorrektur streamt. Da gibt es auch interessante Überraschungen, die ich weiß, aber nicht sagen werde. Ich sehe das morgen selbst. Und einige andere, auch sehr heimatliebende Menschen, streamen auch. Danke dafür. Und dass wir so viele Menschen einfach erreichen, die halt da ein bisschen eine Veränderung wollen, egal in welchem Land. Wenn das Herz am rechten Fleck und der Wahrheit entgegen wirkt, dann ist das großartig. Da werden wir vielleicht noch heute in der Nacht, also Frank der Reisende hilft uns da, dass eine Liste macht von allen uns bekannten Livestreams. Und dass man die dann auch alle, also sowohl bei Martin als auch bei uns in den Hong for Hope-Kanälen, als auch in allen einzelnen Initiativen Österreichs, dass man das bereitstellen, dass einfach jeder die volle Auswahl hat, was will ich mir gerade anschauen. Ja. Okay, gut, dann fassen wir nochmal zusammen. Morgen ab 11 Uhr Zusatzkundgebung am Maria-Theresien-Platz in Wien. Da auf den Heldenplatz wahrscheinlich nicht so viele Leute gelassen werden. Und ab 14 Uhr werden wir dann zum Friedensspaziergang auf dem Ring starten. Ja. So. Kurz zusammengefasst nochmal. Und anschließend Abschlusskundgebung Ausklang bis 22 Uhr am Maria-Theresien-Platz. Genau. Für Flaggen und Pfeifen ist gesorgt. Genau, Trillerpfeifen. Nicht die politischen. Genau. Wo kann man die Flaggen und Pfeifen holen? Die Flaggen und die Trillerpfeifen und auf einige andere Informationsgeschichten werden wir dort beim Maria-Theresien-Platz hin deponieren, damit, wenn die Leute dann rauskommen, sich in Bewegung setzen, das gleich mitnehmen können, um dann, wenn sie wollen, auch etwas lauter zu werden. Passt. Super. Fragen, ja, ob man GEZ zahlen muss für unseren Livestream? Nein. Ja, wäre schön, aber bitte an uns überweisen. Genau. Ja. Und dann spricht Frau Dr. Rösch, wissen wir noch nicht. Ja, wie gesagt. Ja, auch die anderen wissen wir noch nicht. Ja, was ist mit den Taxis und Traktoren? Ja. Wenn du mehr Informationen hast. Ja, ich wurde gestern von einem Taxiverein angerufen, dessen Namen ich nicht nennen werde, der gesagt hat, er und seine Leute werden vielleicht vorbeikommen und mitmachen oder auch nicht, werden wir sehen. Aber naja, aber die Initiative schon einmal allein ist super. Es war Wiener Taxiverein, jetzt nicht den von woanders, und zwar ein größerer. Und einige Bauern haben sich auch gemeldet, wobei man nicht wissen, ob die natürlich in die Stadt reingelassen werden, aber die auch da Initiativen setzen werden und Solidaritätsbilder und kurz muss weg und wir fahren nach Wien mit riesigen Traktoren, soll schon Bilder geben. Und ja, kommt vorbei, ja, schließt euch an, oder? Schließt euch an. Also ich sage einfach lieber, kommt mit uns, weil das Anschließen, das ist was du jetzt sagst. Kommt mit uns. Wir sind ab 11 Uhr in der Maria-Theresien-Platz. Ihr müsst nur herkommen und mit uns spazieren. Ja, und nehmt laute Dinge auch selbst mit. Genau. Und redet aber laut. Genau. Und jeder, der kommen will, muss mindestens eine weitere Person mitbringen. Ja, ihr habt zwei Hände, ja? Rechts und links. Ja. Zwei Menschen mitnehmen, noch links werden ganz einfach gewaltlos. Super. Und natürlich, also. Was wir da gesagt haben, Plastikeimer, ja, oder andere Dinge, die halt laut sind, ja, wo man mit irgendwas draufklopfen kann, möglichst irgendwas, was nicht wehtut, so mit einem Kochlöffel und zusätzlich also eine Kulisse schafft, die halt diese Unzufriedenheit da zum Ausdruck bringt und da eine gewisse Lautstärke generiert, weil glaubt mal, schreien geht auf Dauer einfach nicht. Also da braucht man bessere Sachen. Also dem habt ihr gesehen in Kopenhagen, was die Leute dort gemacht haben mit ihren Kochtöpfen und das hat ja wirklich funktioniert. Genau. Das wäre ein Bild morgen für Wien. So machen wir das. Sind wir fertig? Ich glaube auch. Die Pizza ist schon kalt. Ja. Es war ein langer Tag. Ich glaube, wir werden uns verabschieden. Genau. Danke dir, Martin. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Wir freuen uns darauf, euch morgen in Wien willkommen heißen zu können. Aufstehen statt Couch sitzen, sage ich dazu. Genau. Und einmal noch alle gemeinsam. Kurz muss weg. Großartig.